Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Let's Play World of Warships und hier mit meiner neuesten Errungenschaft und zwar der Tier Phönix. Da gehen wir doch mal in den Tech Tree, dass ich euch das hier zeigen kann. Hier, das heißt hier, die Phönix geht hier abwärts und die St. Louis würde ich dann auch noch weiterspielen, um auch vielleicht den ein oder anderen Flugzeugträger mitzuholen und euch den zeigen zu dürfen. Aber nichtsdestotrotz haben wir jetzt hier eben Phönix am Start. Und gehen hier in ein Random Battle. Nicht so wie im ersten Video, wo wir noch gegen Bots gespielt haben, sondern nein, jetzt wollen wir gegen richtige Gegner kämpfen. Ich muss sagen, ich bin sehr überrascht und beziehungsweise sehr positiv davon, wie gut das Video und auch das Spiel bei euch ankommt. Also das deckt sich auch mit meiner persönlichen Meinung, dass das Spiel wirklich sehr, sehr gut ist. Die Bonuscodes, weil die Frage auch schon ein oder andere Mal aufgekommen sind, werden am Sonntag verlost. Dazu wird es separat natürlich ein Video geben, beziehungsweise keine Bonuscodes, sondern Beta-Codes. Wie versprochen gibt es da zwei Stück für alle, die noch nie mitgemacht haben. Alle aktiven Abonnenten, das heißt alle, die YouTube-Abonnenten sind und auch ab und an mal was kommentieren, besonders das erste Video, sind da in der Verlosung automatisch dabei. So, wir haben hier, also die Phönix ist hier schon voll ausgebaut, ist auch für sich sehr, sehr schnell, hat Torpedos auch schon am Start. Also hier ist dann definitiv ein bisschen Geschwindigkeit gegeben, wir sehen schon. Knapp 28 Knoten sogar drüber. Also von dem her ist hier definitiv ein bisschen was gegeben. Feuerkraft haben wir auch. Wir sehen, wir haben dementsprechend ordentlich Kanonen auch am Start. Also da kann sich der Gegner nicht so wirklich freuen, wenn er uns begegnet. Matchmaking, wir sind hier mit unserem Tier 4. In einem 5er, 4er, 3er Gefecht, also alles in Ordnung, alles in bester Stimmung. Und wie gesagt, es läuft sehr, 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 sehr gut von den Frames her. Das Game ist auf High, noch nicht mal auf Ultra High gestellt, das muss man auch immer dazu sagen. Also da ist sogar noch von der Tendenz ein bisschen mehr drin, ist nur aufgrund dessen leider nicht möglich, weil das mit der Aufnahme sonst ein bisschen schwieriger würde. Da oben sieht man schon ganz gut, oh, gegnerische Flieger, die fahren mal nicht in unsere Richtung, aber unsere Flak fängt auf jeden Fall schon mal das Schießen an. ...35 Knoten in der Spitze, also das Schiff ist wirklich, wirklich flink. Torpedos haben wir auch am Start, also was will der Admiral von heute mehr? Außer vielleicht erstmal den ein oder anderen Gegner finden. Hier oben wird aufgeklärt. Aber immer noch nichts ersichtlich, beziehungsweise zu weit weg, wie man hier so schön sieht. Alles zu weit weg. Aber für die Stellung, wie ich jetzt gerade bin, ist es auch nicht sonderlich schlimm, dass ich selber gerade nicht drauf komme, weil so kann ich wenigstens auch nicht beschossen werden. Zumindest mal um die nächste Insel rum und dann vielleicht mal abbiegen. Oh, da vorne sind schon zwei Fliegerstaffeln mit Torpedos. Torpedos, die nehmen einen natürlich schnell raus. Da ist er zu weit weg. Wir machen mal Proxy ein bisschen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass hier was trifft, ist eher bei ganz, ganz, ganz wenigen Prozent.
Jetzt versuchen wir mal eine harte Drehung auf Backbord. Alle nicht Panzerfahrer oder beziehungsweise Schiffefahrer, so muss man sagen. Backbord links, Steuerbord rechts. Ganz schön weit weg, St. Louis. Da schauen wir doch mal, ob hier was sein Ziel trifft. Aber einer hat getroffen sogar. Jetzt will ich hier drüben hin. Noch einer. Noch ein zweiter. Der hat aber da ein bisschen weniger Schaden gemacht. Und hier drüben muss man natürlich auf die Zerstörer auch aufpassen. Weil die mit ihren Torpedos sind ein dementsprechend undankbarer und unschöner Gegner. Also ich würde sofort einen Gegner nehmen, wenn ich denn einen finde. Aber ich will jetzt auch nicht stur in den Gegner reinfahren. Weil dementsprechend kann das auch unschön ausgehen. Da hat sich der hier mal eingefahren. Da vorne haben wir gesehen, also da ist jetzt ganz schön was los. Also wenn wir jetzt hier mit unserer Marder, was ja dann doch auch ein, zwei Schiffe sind, gerade die Kongo-Schlachtschiff, da wird es jetzt gleich hier richtig rund gehen. Einzig allein ein bisschen aufpassen auf den Zerstörer, nicht, dass der auf einmal neben einen steht und mit Torpedos um einen rumkreist. St. Louis kommt hier nochmal weg. Oh, da ist auch noch eine gegnerische Kongo. Hier wird langsam das Feuergefecht begonnen. Also jetzt geht's in seine ernste Phase. Leider zu weit weg, komme ich ganz knapp nicht drauf. Aber hier spätestens, da wird sich gleich eine Schussmöglichkeit ergeben. Da habe ich doch schon Treffer landen können. Leider hier in... Oh, da auf einmal kommt was vor mir auf. Dementsprechender Schaden konnte ich ansetzen. So, der wurde zerstört. Schauen wir mal, wie denn unsere Schüsse hier bei dem. Ah, da kommen unangenehm viele Torpedos. Ja, den einen werde ich fangen, leider. Das sind einfach die Flieger. Aber hier ist der Flugzeugträger. Den werden wir jetzt einfach mal den Garaus machen. Der muss jetzt dafür büßen, dass er uns so getroffen hat. Jetzt werde ich nochmal hart einschlagen. Flugzeugträger bewegt sich nicht mal. Jetzt fahrt er dann doch weiter. Ich würde gerne... Ah, Gott sei Dank, hier gibt's leider zu viel Schaden durch das Manöver. Jetzt weiter.
Jetzt brenne ich auch noch. Leider fackelt mich hier das Feuer weg. Ich kann nicht reparieren, erst in 40 Sekunden wieder. Aber wahrscheinlich wird das Feuer mich bis dahin erledigt haben. 300 Struktur noch. Noch ein Tick. Und da bin ich dann leider weg. Schauen wir mal, was der Rest des Teams so anstellt. Die Tatsuta hier zum Beispiel mal, wenigstens ist jetzt mal der gegnerische Flugzeugträger weg. Wir schauen einfach nochmal ein bisschen weiter, weil da fehlt mir gerade so ein bisschen die Action. Hier beim Flugzeugträger, der hält sich natürlich aus allem raus, der andere auch. Die Kongo wiederum würde gerne Action haben. Aber hier da vorne, die Miyogi, die ist doch wirklich voll mitten im Gefecht. Schaut schon ordentlich ramponiert aus. Konnte ihr gut treffen, ist auf den gegnerischen, Kongo kommen schon Torpedos drauf, die treffen wohl auch. Ne, doch nicht. Fliegt vorbei. Oh, jetzt bekommt er hier aber ganz schön gut. Da ist es um ihn geschehen. St. Louis ist natürlich hier dementsprechend gegen die beiden ganz schön unterlegen. Weil Yugi und Kongu, zwei Schlachtschiffe, sind in Summe jetzt hier über noch 66.000 HP, die er da wegschießen müsste. St. Louis hier, der Blitzkrieger, geht auf die gegnerische St. Louis. Die hat auch nicht mehr viel. Die schaut also, ob sie gleich weg wäre. Da ist sie tot. Und jetzt fehlen nur noch diese beiden hier unten, die in dem Planquadrat waren. Und dann war es das auch schon. Ich glaube, da wird mal einfach mal blind geschottet in die Richtung. Torpedos wurden auch abgesetzt. Bin gespannt, was da vorne jetzt kommt. Beziehungsweise sind ja sogar schon greifbar. Aber sau weit weg mit 16 Kilometern natürlich. Bis auf für die St. Louis. Für die sind sie greifbar. Das andere Schlachtschiff wurde wohl schon zerstört. Ich vermute einfach mal durch den Flugzeugträger bzw. durch die Torpedos. Hier kommen die Schüsse rein. Und geht drüber. Meine Herren, die nächsten beiden. Auch nochmal drüber. Und auch drüber. Da hat er aber ganz schön viel Glück. Er selber scheint aber... Da, doch, da hat er getroffen. Und
Jetzt kann auch von hinten ein bisschen gewirkt werden. Jetzt bekommt er deutlich mehr Schüsse drauf. Der Gegner trifft jetzt auch, aber da scheint es nur noch Makulatur zu sein. Da ist man jetzt nicht gern in seiner Haut, was da auf einmal rüberkommt. Heidewitzka. Sehr viel Wasser zwar dabei. Oh, jetzt steht er wiederum im Brand. Und da ist er besiegt. Leider falsch im falschen Moment weggeklickt. Aber sei es drum. Ich wurde sogar vom eigenen Team gekillt, so wie das aussieht, vom Dutcher. Wenn ich mich nicht täusche, habe ich den... Nee, doch nicht. Hatte ich irgendwie vorher falsch gelesen. Bin schön im Mittelfeld gelandet. Konnte doch 31.000 Schaden anrichten. Also von dem her war das aller Ehren wert. Dann hoffe ich, dass euch das Ganze wieder gefallen hat. Lasst mir doch ein Abo und ein Like da. Vielen Dank. Bis bald. Euer Alcaram.